was machen wir mit Piraten? Schniedeln, stark behaarten Piraten, schniedeln, riesigen, buschigen Piraten, schniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piraten, Schniedel, nie irrigierte Piraten, Schniedel, immer spritzbereite Piraten, Schniedel, rasieren wir jeden Morgen. Gestrandet, hier, auf dem großen, blauen Ozean. Und wir alle wissen, ein Mann ist mit dabei, er hat das Lama-Bordell erfunden und den Streichelzoo nur mit Zunge, Kreis. Ja, was ist denn hier los? Ja, was ist denn hier los? Oh, guck mal, seit 72 komme ich hier auf dem Brett allein unterwegs, da kommt der Typ. Ja, das und du hast gesagt, ey, hilf mir bitte. Ja, aber du hast gesagt, man darf nur mit Zunge streicheln. Der schöne Filmvorführpalast. Das war Dodo-Porno-Kino, hast du es genannt. So, wie geht das hier nochmal mit dem Werfen? Du hast gesagt, guck mal, hier, neues Dodo-Porno-Kino habe ich hochgezogen. Warum kann ich nichts werfen? Na, einfach hier, Maustaste gedrückt halten, raus das Ding und zack. Passiert nichts. Hä, hast du es ausgewählt? Also ich kann werfen, hier. Schwupp. Der Mann, der zieht an Land, der Angler nannte man ihn. Der Schlangler. Jetzt ist halt die große Frage, schaffen wir es überhaupt bis ins finale Content? Schmeiß mal, ja, da ist doch deiner. Hä, irgendwie kommt der nicht richtig raus, gedrückt halten. Mach ich doch. Und dann so nach oben, so ein bisschen mit Schwung. Du brauchst natürlich auch ein Hakengefühl. Da kommt nichts. Petri Geil und sowas, weißt schon. Hörst du das Geräusch? Hä, nee. Schmeiß mal raus. Passiert nichts. Wechsel mal durch. Ja, geht doch. Jetzt geht doch. Du hast ihn auch nicht richtig in der Hand gehabt. Du hast ihn nicht richtig in der Hand gehabt. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, dass du so ein Salzwasserdaumen hast oder sowas. Noch hier Lama Flutsch hatte ich noch im Finger. Ich habe einen fiesen Salzwasserdaumen. Ich kann nicht mehr angeln. Mir ist eine Dose Priester-Abwehrspray in der Hand explodiert. Und deswegen ist es ein bisschen flutschig geworden irgendwie. So, wie geht denn das nochmal hier? Wir brauchen einen Hammer oder so. Ja, da kommt direkt eine Insel. Naja, klar, natürlich. Direkt Endgame entdeckt. Natürlich. Endgame in der ersten Episode. Wir müssen auch schnell machen, denn wir tendieren dazu, das Spiel zum Absturz zu bringen. Ja. Weil alle unsere Safe Games sind broken. Engine-Überarbeitung notwendig. Das Spiel ist nicht dazu ausgelegt, gigantische Streichelzoos irgendwie auf dem Meer zu betreiben. Und ein Casino und ein... Das Casino! Und irgendwie die Hitler-Lounge. Die Hitler-Lounge im Hotel. Das hieß Hipster-Lounge. Ach so, ich habe Hitler irgendwie mal gelesen. So, guck mal, ich baue mir jetzt erstmal hier so einen kleinen Bauhammer zusammen. Zack. Dann kann ich mit Bretter und Nägel. Bretter und Nägel. Hier, zeig, schon mal erweitert. Der Mann erweitert, während du halt hier ja, immer noch... Ja, gleich Chuck Nado und ja, mach doch mal alles. Hier so einen Speer. Das ist dann deine Aufgabe. Dann bist du der Mann für einen Speer und ich bin der Mann für... Da liegt doch schon mein Haken. Für Bretter. Ja, aber da ist sonst nichts. Hier ist so langweilig. Ich glaube, ich schwimme einfach rein. Die alte Taktik. Zweimal beißen ist okay, ne? Oh, guck mal. Hier ist so eine neue Ertrinkungsanzeige. Also angeblich sollen auch die ganzen kleinen Inseln jetzt ein bisschen mehr Inhalt haben. Die sollen eigentlich mehr so boring sein. Es soll coole Entdeckungen geben. Das, man soll Sachen entdecken können. Die Unterwasserwelt ist ein bisschen hübscher. So, wie geht denn hier eigentlich Waffen? Boah, ich habe glaube ich direkt hier... ich brauche ja viel mehr Planken und Seile und so. Uff, ich habe Nägel und alles gefunden hier unten. Ich habe gerade den Jackpot. Das Problem ist, wir haben ja noch kein Dingens. Keine Werkbank. Keinen Anker auch. Ja, deswegen also renne ich jetzt hier... Ja, deswegen renne ich jetzt hier hin. Crap, was geht? Ich habe ein Limonadenrezept gefunden. Limo, Alter. Limo. Oh, Alter. Eine Ananas. Der Mann wird heute gut speisen. Der wird heute gut speisen. Eine schöne Mananas. Eine schöne Mananas. Ach, die musstest du abhacken, weil hier sind auch, Kokonuss. Nee, Schmangos. Schmangos. Die extra dicken. Koksusnuss. Koko-Koks. Koko-Koksnuss. Madita de Kokox. Madita? Mein Dieter? Oh, hier, hast du schon einen Speer, weil ich glaube, der macht gleich einen Biss, du. Ja, nee, ich muss noch Seile machen. Ach, Mann. Der ist schon richtig bissgeil. Er ist schon bissgeil. Ich hol mir ein bisschen Plastermatz da hinten. Er will ein bisschen Dente machen. Dente? Achtung, Dente kommt. Ja, aber ich muss immer... Ich hab hier Techniques geheime. El Dente. El Dentos.
Sie nannten ihn El Dente. Er brachte seine Zahn als Bohrer mit. Also ab und zu muss man so ins Wasser rein diven und dann irgendwie... Ach. Muss was riskieren. El Dente. Guck mal, ich habe sogar schon Glas und so ein Zeug. So, Speer ist halt so richtig speedrunnig. Speer ist on the line jetzt. Oh nee, das Fass da hinten, das brauchen wir. Das ist ein strategisch wertvolles Fass. Ja, Planken waren drin und Stein. Hast du schon was zu footen? Plankenstein. Nee, Footen haben wir nichts, du. Ich bin nur am Looten, nicht am Footen, aber geht noch. Noch ist die grüne Footzone. Na, wie gesagt, wir müssen erstmal ein bisschen erweitern. Ja, jetzt ist ja erstmal hier. Zentralbalken erweitern und dann. Das ist der Anfang vom Ende. Vor allen Dingen sagen sie ja Final Chapter 1.0. Also das Spiel ist jetzt in der Vollversion sozusagen. Wie lange hat es gedauert? 4 Jahre oder so, ne? 5 länger, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber Raft verdanke ich echt viel. Raft ist auch geil. Ey. Auch damals, als es noch auf itch.io war, habe ich das ja irgendwie in so einer ganz, ganz frühen Version. Noch Holzpuppe, eine Holzpuppe. Das genau, da war man noch eine Holzpuppe. Wir waren auch die Ersten, geil, die das irgendwie in Deutschland Koop gespielt haben, ne? Koop gehackt, ey. Ja, wir sind auch bekannt dafür, irgendwie zu Koop hacken. Koop hacken, ey. Ich hab den Slime Rancher Koop gehackt. Ja, wir sind halt die Koop-Hacker. Ich brauche eigentlich nur Plastik, das ist gerade super wichtig. Plastemetz, ich habe 10 Plastik hier in der Tasche. Ich habe 1. Um Wasser müssen wir uns dann kümmern und essen, ne? Warte mal, was gibt's denn hier? Wir brauchen so ein Reinigungsding und ein Plastik. Eine Rangelrute brauchen wir auch. Oh. Eine Schwengelrute, ja. Ich schwimme mal hier nach hinten. Kann man Sprint schwimmen auch? Na, du kannst so ein bisschen den Dolphin machen, indem du springst und gickerst. Es gibt ja jetzt Delfine, ne? Es gibt jetzt Delfine und Wale. Oh, da kommt der Louis, der Hai. Ich frage mich halt, kann man die Delfine und Wale abstechen? Ist das drin, oder? Ich weiß nicht. Ich frage für Grass Industries halt. Wale hatten wir nicht. Ah, nee, das war in dem anderen Spiel, wo der... Stranded Deep. Da haben wir versucht, den Orca zu stechen. Im Orca in seinem Blast. Das haben wir irgendwie auch kaputt gemacht, ne? Stranded Deep. Das haben wir auch irgendwie kaputt bekommen, ja. So, das ist schon mal ein ganz nettes Raft hier. Das kann sich doch sehen lassen. Wir sollten eigentlich so Stresstest-Mitarbeiter sein für Videospiele. Ja. Ja, wir müssen einfach prüfen, können wir es auf die Palme bringen? Schaffen wir es? Alter, ich bin immer noch ungebissen. Na, ich sag ja, den Dolphin. Ah, Mist, ich brauche noch ein Seil mehr, dann kann ich eine Angelrute machen. Den Dolphin Lundgren. Dolphin Lundgren. Ich habe einen Dolphin im Mund drin. Den Packen wollte ich mir gerade hier holen. Dolphin Mund schwimmen. Dolphin Mundfilm. Das ist ein fiesen Film im Mund. Ich habe einen fiesen Dolphin Mund. Nee, die kommt ja eine riesige Insel, glaube ich. Ja, oh, geht schon. Ah, wo bleibt der Fisch? Komm, Fisch. Heiß. Hast du jetzt eine Angel? Ja. Ja, wir brauchen aber erstmal Water. Water ist... Ich habe aber schon einen Buntbarsch. Und wenn es dann losgeht mit der Barscherei? Ja, aber eine leere Tasse ist super wichtig. Und hier so eine Reinigungsanlage. Dafür brauche ich Palmenwisch. Warte mal, ich muss mal da rein. Ich muss es riskieren. Er greift an. Das Boot? War nicht schnell genug. Oh, Dreck. Hat er was weggefressen, ja, oder wie? Hat er uns ein Brett geklaut, ja. Den letzten Stich hat er nicht hat er sich noch gegönnt. Hat er gesagt, ja komm, stich noch einmal rein. Einmal darfst du stechen, dann werde ich dich brechen. Palmenblätter brauche ich. Ja, das ist auch gerade hier meine große Mangelware. Die Palmmission. Komm schon. Gigi. Der Balistasag. Oh! Ich brauche noch ein Plastik. Dann könnte ich uns hier so ein Reinigungsding machen. Ich habe doch Plastik. Soll ich nicht einfach Plastik... Kann ich das nicht irgendwie hinlegen? Du kannst es einfach rauswerfen, ja. Gefangen. Boah, Catch! In the air. Schöner Catch-Kleber an den Finger. Moment, ja? Ich muss erstmal hier meine Ananas... Ich habe noch eine Ananas, die spachtel ich gleich noch weg. Herstellen. Einfacher Reiniger.
So einen guten Dr. Asbest. Dr. Bestos. Na, jetzt muss ich hier ein paar Latten drauf zaubern. Dann mein Salzkelch da einmal reinhängen. Opas alter Salzkelch. Oh, ich sehe gerade, mein Greifer ist auch schon bald putt. Ja, auch nicht mehr so wirklich viel aus. Mann, Nägel können wir auch nicht machen, ne? Ich habe noch nicht genug Metall. Wir müssen dafür auch so einen Forschungstisch brauchen wir auch noch. Aber sonst hätten wir ein paar Betten machen können. Ja, Betten wären gut. Guck mal, jetzt landen wir gleich hier auf der Insel. Aber wir kommen da gar nicht weg. Wir kommen nicht weg. Nee. Müssen wir für immer hier bleiben. Ja. Unser neues Leben auf der Insel. Ab jetzt sind wir hier auf dieser Insel. Ja, mal gucken. Also das Boot wird ja aber schon ein bisschen gepusht jetzt. Ja, aber wird es noch so weggeschoben, dass es wegkommt von der Insel? Ich glaube schon, ja. Also ich weiß es nicht. Jetzt im Moment hängt es hier noch, aber der Wellengang wird extrem. Gibt es irgendwas an Nahrung? Ja, Fisch. Nee, ich meine hier auf der Insel. Ach so. Oh ja, hier noch eine Ananas, so eine geschwollene. Eine schöne geschwollene Nass. Ey. Kann ich das nicht so ein bisschen anschubsen? Weiß nicht. Kannst du schubsen? Na, weiß nicht. Nee, es hat sich verkeilt. Geht das was? Ich versuche gerade so von unten zu stoßen, aber nee, es hat sich irgendwie in der Insel verkeilt. Wir hängen so zwischen dem Felsen drin. Wir müssen uns ein Paddel bauen. Wo gibt's das denn hier unten? Hier, wo waren das? Ich hab schon eins. Gut, dann musst du uns jetzt hier so rausschieben. Wir brauchen zwei Betten, ne? Oh, ich brauch Wasser, sehe ich gerade. Ja, hast du einen Becher? Dann nimm dir hier mal die erste Ladung. Ah, okay. Wir brauchen zwei von diesen Reinigungsanlagen. Ich hab schon geplaced. Boah, Gott sei Dank habe ich hier noch eine Melone. Der Melone, wär jetzt, Mann. Sonst wäre ich jetzt dood, du. Maloney, Alter. Check Maloney. Hans Maloney. Dance on my Maloney. Okay, Planken haben wir. Oh nein, mein Haken ist kaputt. Das nein. Ist jetzt gar nicht gut. Ich habe so viel Holz. Ja, noch, warte ab. Der Boden, der geht schnell weg. Ja, und wir wollen ja in die Superlative, ne? Du hast ja gesagt, du willst eigentlich quasi den Ozean mit Plastik und Brettern bedecken. Das ist irgendwie dein teuflischer Plan. Kreisindustrie, wir fischen den Ozean leer. Wir holen uns alles aus dem Ozean raus. Und dann machen wir sie blind. Also dein Plan ist es, erstmal den Ozean komplett zu brandschatzen und zu rauben und dann gehst du hin und machst Wale blind. Dann machen wir sie blind, damit sie sich nicht irgendwie illegal fortpflanzen können. Ein Empfänger. Habe ich gelernt. Ich habe eben gerade irgendwas eingesammelt, so eine Blueprint. Muss man ja. Die nur ein... Nee, die muss man dingen. Die muss man doch auf den Forschungstisch einmal drauflegen, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Aber da stand, du hast jetzt Empfänger gelernt oder so. Oh! Knapp, der wollte mich gerade beißen, die Sau. Die Sau, ey. Die Sau, ey. Der Saubur. Die Saubur. So. Was hast denn da jetzt, eine winkende Katze? Die habe ich gefunden. Ja, Empfängerbauplan. In einer alten Socke. Guck mal hier, Rezept einfacher Smoothie. Ist gar keine Limonade. Ein Smoothie, ey. Dafür brauchst du aber einen Entsafter. Schön erstmal morgens nach dem Aufwachen eine Gurke durch den Entsafter ziehen. Was gibt's Schöneres, ey? Heute das sind so die Momente. Ich habe mir heute schön Barsch durch den Entsafter gezogen. Schöne Brassengalle reingeschoben. Schön den Brassen. Der Entsafter hat ihn abgeschuppt. Abgeschuppte Brassengalle. Hm. Guck mal, da links ist eine ordentliche Insel, ein richtiger Wemser. Da kannst du hinwemsen. Das ist ja ein Paddel. Du bist der große Entscheider.
Ja, ich versuche uns mal so ein bisschen in die Richtung zu... Ich brauche halt ganz viel Plastozid. Für was? Naja, ich fange jetzt an, auch Netze zu machen und so ein Kram, ne? Mann, ich drücke irgendwie immer aus Versehen Q. Und Q ist wegwerfen. Aber können wir schon Netze machen oder muss man das erst lernen? Weiß nicht. Ja, leck mir doch den Schwengel, das muss man erst lernen. Leck doch die Kuh am Pimmel, was ist denn das? Ja, da leckt mir doch jemand die Kuh am Euter. Euterei. Euterei auf der Bounty, Alter? Die große Euterei auf der Bounty. Auf der Milky. Dann waren wir alle voller Milch. Guck mal, jetzt habe ich hier diesen Lerntisch. Ach, dann muss ich hier so... Ah! Alright. Einfach alles mal reinlegen. Stimmt, so ging das. So, hier geforscht. Dann das da rein. Auch geforscht. Und hier so ein Seil. Was brauche ich hier noch? Nagel muss ich mal forschen. Brett muss ich forschen. Lernen. Ah, guck mal hier, zack. Ah, macht er den Larry voll. Oh, das Trophäenbrett, ja, das ist wichtig. Ja klar, natürlich. Eine Wand der Schande ist Pflicht. Die Schandwand. Ein Eimer. Können wir da unsere Fäkalien... Ja klar, ein Stuhleimer. Ach, guck mal hier, ein Limoglas. Können wir eigentlich... Ja, da sieht man halt, da ist ein Experte am Werk, so wie ich hier abforsche. Seil und Stein. Ja, hier ist jetzt eine Insel, aber wir können halt nicht anhalten. Ich mache einen Run. Und catch da alles, was geht. Oh, ich bin fast verhungert. Sehe ich jetzt erst. Da liegt noch eine Kartoffel auf dem Grill. Ja, die muss ich mir gleich holen. Aber warte, ich kann auch noch einen Fisch drauflegen. Ein Hering. Mein Paddel ist gleich kaputt und ich fahre weiter hier, Junge. Ja, aber wir sind ja noch nicht schnell. Wir haben noch keinen Zug. Ah, trotzdem. Hier ist gar nichts. Ich paddel dagegen. Ich bin am anderen Ende der Insel. Ich komm hier runter. Aufs andere Ende komme ich jetzt nicht so schnell, das geht nicht. Schaffe ich nicht mehr. Bist du rechts oder links von der Insel? In der Mitte. Geh einfach in die Mitte von der Insel, dann siehst du mich doch. Ah. Yo. So. Aber wo ist denn die Strömung? Die zieht uns jetzt in die andere Richtung. So, dann gönne ich mir erstmal hier so ein Leckbarsch. Genau, ein Barschi und ein Wasser und dann fülle ich schon mal ein neues Wasser nach. Ich leg noch mal ein paar Latten auf den Grill. Ich kann das ja auch noch so eine leckere Ofenkartoffel machen. Ist immer gut, so ein Kartoffelchen. Ach so, ein Kartoffelchen, du. Ach so, ein leckeres Kartoffelchen, du, mit der Kräutersoße. Mit der Kräuter. Mit der Kräutersoße, da schön hier so ein paar Gemüsegranaten, die lassen dir schön an die Ohren brennen. Tränengasgranaten. Ah! Verschwinde, du Schwein. Ich muss es reparieren. So, hier, mittlere Maustaste aber reparieren. Wie? Nochmal, jetzt habe ich... Moment, die muss ich hier sammeln, Netze. Dafür brauche ich Seil. Jede Menge Seil und Nagel. Und für Nagel brauche ich Schrott. Ordentlichen Metallschrott. Den Newton. Au. Hab mich erwischt. Der Larry. Oh, eine Antenne gefunden. Da siehst du hier, läuft. Das läuft richtig dicke. Schöne Männerle-Antenne. Was ist das für ein Geräusch? Der hat mich gebissen. Achso. Oh, hier Blätter. Ich brauche richtig viele. Ah, du auch? Ich brauche die nämlich für, dass wir mal hier so ein paar Fangnetze haben. Einfach hier so schön ein paar Fangnetze hin. Schrott brauche ich halt viel für Nägel. Ja, dann kriegst du aber meistens nur aus Fässern im Moment, oder? Ja. So, ich kann das erste Fangnetz... Ey, die sind richtig teuer geworden. War nicht mal billiger, die Dinger?
gibt keine Billignetze. Muss ja auch hier. Sparnetz, klar. Sparnetz. Noch nicht Sparnetz vom Sparmarkt. Schön Sparmarktnetz, du. Spar noch? Nee, oder? Doch klar, im Ausland, Spar. Echt? Ja, gut, ja, da aber in Deutschland so ist das bestimmt von irgendwem schon längst aufgekauft, oder? Irgendwo nicht? Im Osten gibt's wahrscheinlich noch ein, zwei Spars. Oh, jetzt wird's tight. Jetzt darf ich mich auf keinen Fall beißen. Letztens habe ich auch wieder so einen Artikel gelesen. Beliebte Modemarke meldet Insolvenz an. Wenn die so beliebt ist. Ne, so. Oder Modehandel hier, dieses Orsay, oder wie das heißt. Ja. Ist pleite. Wenn die doch pleite sind, dann kann das doch keine beliebte Marke sein. Eine beliebte Marke geht nicht pleite, wenn sie beliebt ist. Das ist doch völlig unlogisch. Das Netz hat was gefangen. Ja! Ein dickes Fass. Netz. Man hat ganz viele von denen. Oh, guck mal, da hinten ist so ein Treibboot auf der linken Seite. Ich hab ordentlich Durst, ey. Wenn wir das kriegen, da könnte was gehen. Ja, ich bin schon wieder kurz vorm Verhungern. Ich muss mir den Fisch gleich rein kauen. Ey, paddel mal rüber zu diesem Treibboot. Und mein Paddel ist gleich down. Okay, Mama, was brauchen wir denn für ein Segel? Hast du noch Schrott? Warte. So, Paddel ist down. Habe ich Schrott? Nee. Okay, wir brauchen Schrott, dann könnte ich ein Segel machen. So, warte. Essen lagere ich erstmal. Ich brauche unbedingt Essen. Ich bin nämlich in so einem kritischen Nahrungszustand. Fisch ist fertig. Da muss ich mir auch echt einverleiben. Aber es gibt gar nicht viel, ne? Ein kleiner magerer war das. Ein klein magerer Brassenmann. Ich überlege, ob ich da hin. Du lenkst den Hai ab, du springst als erstes rein, dann schwimm ich darüber. Spring rein und dann mach die Opferlamm-Taktik. Ja, geht zu dir. Jetzt hab ich Zeit, schnell da hinten hinzuschwimmen. Weil da ist immer dicker Loot. Aua. Ah, wer ist noch bei dir? Er ist ein gutes Stück weg. Ja, da sehe ich die Kühlbox der Hoffnung da hinten. Müsst du noch ein Seil bauen, dann kann ich noch ein Paddel machen. Aber ich habe keine Blätter. Guck, ob du irgendwelche angeln kannst. Oh, da ist dick Zeug drauf. Palmblatt. Irgendwie eine Kiste und eine Kühlbox. Boah. Ah, der hat mir voll in den Arsch gebissen, ey. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg zu dir rüber. Ich hab Seil und Bretter, war nicht so der dickste Loot. Egal, jetzt hab ich schon mal wieder ein Paddel. Ah, siehst du mich da hinten? Ja. Ich kenne sie nicht. Wer sind sie? Bitte. Was möchten sie auf meinem Boot? Ich verkaufe Staubsauger. Oh, ich könnte einen gebrauchen, aber ich möchte nicht gestört werden, wenn ich mein Zimmer sauge. Ihr Boot sieht ziemlich staubig aus. Ja, ich bin drauf. Nice. So. Ja, ein Segel wäre halt jetzt schon ziemlich erotisch. Er sticht, er beißt, er kaut. Da, wo unser wichtigster Tisch ist. Kriegt er aber in sein Haimaul. Seine Haigorschen. Segel, ich brauche zwei Schrott. Ich brauche unbedingt zwei Schrott, dann können wir ein Segel machen. Hab ich Schrott? Nee. Habe ich nichts gesammelt gerade. Na, die Folge ist auch schon wieder irgendwie over, ne? Ja, ja. So schnell geht das. Wir brauchen Material, Junge. Materials. Schrott brauchen wir. All I need is Schrott. Weil mit Schrott hätten wir ein Segel. Und mit einem Segel wären wir halt schon irgendwie jetzt mobil, ne? Damit wären wir ein bisschen mobiler, ja. Dann brauchen wir noch ein Anker. Ich kümmere mich erstmal um Essen und so. Aber Essen ist halt dauerknapp. Gut, ja, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten spannenden Raftus-Folge. Lasst eine Bewertung da. Ihr wisst, the final chapter. Wir wollen es erstürmen, erforschen und ablecken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.